Brüder und Schwestern in Christus, die Botschaft des Evangeliums heute ist einigermaßen erträglich. Also Jesus tut da ziemlich nette Sachen und er heilt Kranke, treibt Dämonen aus und gibt seinen Jüngern auch Erklärung. Die zwei Lesungen, die wir vorher gehört haben, sind da ein bisschen anstrengender. Die erste Lesung war aus dem Buch Hiob. Und das ist nicht so ein Buch, das man am Wochenende mit einem Kaffeebecher irgendwo in der Hängematte lesen kann. Das ist schon eine ziemlich anspruchsvolle Lektüre. Und auch was wir aus dem Korintherbrief gehört haben, ist nicht so ohne. Worum geht es in diesen ganzen Lesungen, die wir gehört haben? Ich habe mir das angeschaut und ein Wort scheint mir hier die Schlüsselstellung zu haben. Es geht um den Lohn. Also Entgelt für das, was jemand tut. Und Hiob steht da irgendwo in der Mitte seines Lebens und fragt sich, was ist eigentlich der Lohn des Menschen? Nur Krieg, Unheil, Leid, Kummer und so weiter. Und das geht das ganze Buch durch. Das ist eine gute Frage, weil wenn der Glaube etwas Gutes ist, etwas, was dich durch Leben begleiten soll und im Leben auch stärken soll, sollte der Glaube auch etwas geben. Und das ist so die leise Vermutung vieler, dass man sich besser fühlt, gestärkt ist, wenn man vielleicht eine gute Predigt gehört hat, wenn nicht, dann vielleicht durch das Wort Gottes, das man gehört hat, oder die Sakramente, die man empfangen hat. Also irgendwas muss der Glaube einem geben. Was ist der Lohn dafür, dass ich an ihn glaube? Was ist der Lohn, dass du an Gott glaubst? Geht es dir besser als deinen Nachbarn, die vielleicht nicht glauben? Oder geht es dir vielleicht sogar schlechter? Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder ein bisschen machen muss, dass Gott kein irgendwie Automat ist, wo man eine Münze reinwirft mit Gebet oder mit Zuneigung oder mit einer guten Tat und da springt für einen etwas raus. Gott ist nicht so. Das ist die schlechte Nachricht. Aber irgendetwas muss es für diesen Glauben geben. Also davon bin ich auch tief überzeugt, dass weil ich glaube, ich von etwas auch von Gott empfange. Und auf die Spur bringt mich die Lesung aus dem Korintherbrief, aus dem ersten, wo Paulus schreibt, was eigentlich er tut. War es, was Paulus tut in der Bibel, das hören wir, also seine Bekehrung hören wir in der Apostelgeschichte und das, was danach kam, ist alles, was er aus dem Glauben getan hat. Und so auch dieser Brief, von dem wir ein Stück heute gehört haben. Und die Worte, die man da hört, sind echt bedrohlich und unangenehm. Er beginnt so, wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen. Also dafür gibt es kein Geld und kein Schulterklopfen normalerweise. Denn ein Zwang liegt auf mir. Was für ein Zwang? Also zwingt Gott Paulus etwas zu tun? Ich glaube nicht. Der Zwang, von dem Paulus hier spricht, das ist der Glaube. Weil er glaubt, tut er, was er tut. Und er kann nicht anders. Sonst würde er nicht Gott verraten, sondern sich selber. Deswegen verwendet hier Paulus dieses Wort Zwang. Woanders schreibt von Ketten, die ihm auferlegt wurden. Weil dieser Glaube, der in ihm ist, von ihm auch etwas verlangt. Was es ist, das kann man durch
all die Briefe, die er geschrieben hat oder hat schreiben lassen, einfach durchlesen. Er verkündet Christus den Auferstandenen, allen, denen er begegnet. Und ihm ist wurscht, dass, ob es Juden sind oder Heiden oder sonst jemand. Er verkündet allen, denen er begegnet, das Evangelium, die frohe Botschaft davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Das ist der Zwang, von dem er redet. Und ich würde sagen, das ist auch der Lohn des Glaubens bei Paulus. Dass er davon, wie wir es in der Apostelgeschichte hören, weiß nicht, das ist, glaube ich, das 5. Kapitel, das ist auch einer der wichtigen Sätze für unsere Diözese. Wir können davon nicht schweigen, was wir gehört und gesehen haben. Wir können davon nicht mehr schweigen. Das ist der Lohn des Glaubens. Nicht, dass es dir besser in der Arbeit geht, besser in der Familie, in deiner persönlichen Entwicklung und so weiter. Gott kann dir diese Gaben geben. Manchmal gibt er sie, manchmal nicht. Manchmal erarbeitet man sich das selber auch. Geht alles. Aber im Glauben geht es nicht darum, sich von Gott etwas zu erkaufen. Sondern wenn ich sage, ich glaube, was wir jetzt nach der Predigt auch im Glaubensbekenntnis tun, bedeutet das nicht viel anderes, als ich gebe mich dir hin. Nimm mein Leben, verwandle es. Benutze mich, so wie du willst, damit der Glaube, den du mir schenkst, auch anderen zuteil wird. Es klingt sehr anstrengend, ist es aber nicht. Also nicht immer. Weil der Lohn des Glaubens, von dem die Bibel heute spricht, ist etwas, was Jesus auch tut. Abgesehen davon, dass er Kranke heilt, die Gabe besitzt nicht jeder in diesem Raum, vielleicht irgendjemand, kann sein, und Besessene von Dämonen befreit, das ist auch eine außergewöhnliche Gabe, tut er etwas, was er immer tut. Er geht beten und danach geht er in andere Dörfer und verkündet dort und predigt dort. Das ist das, was Jesus macht. Er erzählt anderen Leuten das, was er mit seinem Vater erlebt hat. Von seiner Berufung, wer er ist und was es für die Menschheit bedeutet. Und der Lohn für deinen Glauben ist die große Einladung, die Gott ausspricht an jeden von uns. Nimm das, was du empfangen hast und gib es weiter. Umsonst hast du es empfangen, gib es auch umsonst weiter. Das Evangelium ist anspruchsvoll, weil es lässt dich nicht sitzen. Ob du 20 bist oder 80, Gott interessiert dein Alter nicht so sehr. Das ist halt so. Er hat Mitleid mit uns, wenn wir leiden aufgrund des Alters. Aber für ihn ist es nicht so relevant. Die Einladung gilt jedem und jeder. Wenn du sagst, ich glaube, wie viel von diesem Glauben teilst du mit anderen? Das ist die Frage. Und das ist die große Einladung. Die Unruhe, die der Herr in dein Herz hineinlegt, lass sie nicht sterben. Lass sie nicht davon zu decken, dass ich jetzt keine Zeit habe, keine Mittel, zu müde bin oder keine Möglichkeiten oder einfach Angst habe, da hinauszugehen und jemandem zu erzählen, dass es seinen Jesus gibt. Lass diese Unruhe in dir, diese heilige Unruhe nicht sterben. Bleibe unruhig. Das ist das, wozu auch Papst Franziskus einlädt. Und in diesem Sinne sind auch die heutigen Lesungen zu lesen. Bleib nicht sitzen, sondern verkünde, was du glaubst, damit du nicht alleine mit dem Glauben bist, sondern Menschen um dich hast, die dich lieben, die mit dir in diesem Glauben wachsen, damit diese Gemeinschaft immer größer wird. Die Kirche ist nicht etwas Statisches. Die Kirche ist nur
Also existiert nur, wenn man den Glauben verkündet. Wenn wir damit aufhören oder nicht anfangen, je nachdem, dann können wir schon die Türen zusperren. Aber Jesus lädt jeden von uns aufs Neue ein. Geh und verkünde den Glauben, so wie es in dein Herz hineingelegt ist und so wie deine Möglichkeiten sind. Der eine wird es in tätiger Liebe tun zu anderen Menschen. Vielleicht liegt es jemandem auch, den Glauben auf der Straße zu verkünden, Menschen von Jesus zu erzählen oder auf irgendeine andere Art und Weise. Manchmal reicht es, dass du deine Arbeit gut verrichtest, mit Liebe und Hingabe, damit der andere dich fragt, warum tust du dir das an? Die Einladung Jesu ist ewig gültig. Und auch wenn wir vielleicht sie manchmal verpassen, bedeutet es nicht, dass wir am nächsten Tag damit nicht anfangen können. So lade ich dich dazu ein, bewahre dir diese Unruhe, die manchmal in dir ist, dass das, was ich glaube, so wertvoll ist, dass es andere hören müssen. Dass du auch, wie Paulus vielleicht, irgendwann sagen kannst, das ist wie ein Zwang, der auf mir liegt. Nicht etwas Zwanghaftes, sondern wirklich eine große Einladung, eine große Unruhe, das zu verkünden, was Gott mir geschenkt hat.